Die Tabakproduktrichtlinie, großes Aufregerthema im letzten Jahr, als es dieser Vorschlag von der Kommission ins Parlament kam und dort besprochen wurde. Nach den Beschlüssen im Oktober gab es die sogenannten Trilogverhandlungen, also der Kompromiss zwischen Kommission, Rat und Parlament wurde ausgehandelt und jetzt mit viel Kritik doch angenommen. Ich habe ein Grundproblem mit dieser Tabakrichtlinie. Das Grundproblem dahinter ist, dass man mit einem enormen Aufwand, mit Tagungen, Trilogverhandlungen, Ausschusssitzungen, Plenarsitzungen, einen Sachverhalt entscheidet, der auf eine wirklich dümmliche Bevormundung der Bürger hinausläuft. Also man will sozusagen, der eigentliche Inhalt dieser Verordnung ist, dass auf der Tabak, auf der Verpackung Warn- und Schockbilder. Schockbilder hinauf müssen von einer Raucherlunge, von Krebsgeschwüren und so weiter, damit man sozusagen glaubt, man könne optisch damit die Leute so schocken, dass sie nicht mehr rauchen. Das ist eine so blöde, dümmliche Bevormundung des angeblich so mündigen Bürgers, den sie ja immer wieder beschwören, dass ich frage, wann kommt das Verbot von Süßigkeiten, weil Diabetes mindestens so viele Menschen umbringt wie der Tabakkonsum. Wann werden auf Pralinen, auf der Mozartkugel Schockbilder angebracht werden müssen? Wann wird ein amputiertes Bein eines Diabeteskranken statt der Mozart auf der Mozartkugel aufschreiben? So groß ist die Mozartkugel ja auch wieder nicht. Ja schon, aber für Schockbilder hat die EU allemal noch Platz genug. Ja? Das ist also reizend, vor allem auf der Gesamtverpackung nicht, also reizend einmal die Fantasie der Bürokraten hier nicht. Und das Gleiche gilt auch für den Alkoholkonsum. Wann werden überhaupt sozusagen Whiskyflaschen mit Schockbildern von Leberzirrhose zerfressenen Lebern beklebt werden müssen? Das sind alles so dümmliche Bevormundungen, womit die sich beschäftigen, anstatt die großen Probleme zu lösen. Damit ist kein einziger Arbeitsloser im Süden Europas mit einer Beschäftigung versehen. Die Kommission... Gegenteil, darf ich noch dazu sagen, mit diesem ganzen Tabakunsinn organisiert man sogar noch den Schwarzmarkt. Man macht nämlich den Schwarzhändlern noch viel leichter, mit schwarz produzierten Verpackungen auf den Markt zu kommen, weil sozusagen die Differenzierungen, die man ja durch die Verpackung hergestellt hat, durch zum Teil Hightech-Verpackungen, die können die jetzt leicht umgehen mit diesen blöden neuen Verpackungen, die die EU jetzt erzwingt. Also das schafft ja geradezu einen Anschub für den Schwarzmarkt. Erreicht ist damit gar nichts. Und ich sage es noch einmal, es werden die großen Probleme nicht angegangen. Stattdessen kümmert man sich um solche dümmliche Kinkerlitzchen, bevormundet den Bürger. Der Bürger soll selber entscheiden, wann er raucht und wann er nicht raucht. Und glaubt damit, EU-Politik zu machen. Und damit wird die EU aber immer unpopulärer. Diese gouvernantenhafte Bevormundung haben die Leute zu Recht satt. Dazu ist man nicht in die Europäische Union gegangen. Gouvernantenhafte Bevormundung haben wir in Österreich schon durch die Bürokratie genug. Da brauchen wir die EU nicht dazu. Die EU-Kommission rechtfertigt ihre Vorschläge mit dem großen Thema Gesundheit. Man musste Menschenleben retten, sagte sehr pathetisch der Gesundheitskommissar. Also wenn er Menschenleben retten will, kann er gleich bei den Ungeborenen anfangen. Ja? Dort kann er wirklich Menschenleben retten, die durch eine Geschäftemacherei der Abtreibungskliniken millionenfach jedes Jahr umgebracht werden, europaweit. Ja, da kann er Menschenleben retten, da tut er nichts. Aber den Leuten so vorzuschreiben, was sie zu tun haben, da sind sie alle groß. Aber das ist eben diese Denke, ja? Dass sozusagen wir erzwingen die Glücklichkeit der Bürger. Wir sagen, womit sie glücklich zu werden haben. Diese unglaublich arrogante Bevormundung, die aber noch einmal die Leute dermaßen abstoßt, dass dieses EU-Projekt dadurch immer unpopulärer wird. Sie sind selber schuld.